Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Der Chris von Shisha-Gott hat mir letztens mal für eine Woche seine Bigfoot von The Hooker ausgeliehen, deswegen kommt da jetzt ein kleiner Ersteindruck zu. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder Abo da und jetzt viel Spaß beim Ersteindruck. So, da sind wir wieder mit dem Ersteindruck von der The Hooker Bigfoot. Wie gesagt, hat der Chris mir die Pfeife für eine Woche ausgeliehen und deswegen nochmal explizit der Hinweis, Leute, das hier ist nur ein Ersteindruck. Ihr wisst ja, bei uns kommen die Reviews immer erst nach einiger Zeit, wenn wir eine Pfeife wirklich auf Herz und Nieren testen konnten, beziehungsweise auf Tauchrohr und Rauchsäule testen konnten. Ihr wisst schon, was ich meine, auf jeden Fall rauchen wir eine Pfeife wirklich einige Male, bevor da wirklich ein Review zu kommt. Deswegen ist nur ein Ersteindruck. Aber wir starten jetzt auch direkt mit dem Ersteindruck und da steht natürlich als erstes die Frage im Raum, wie viel die Pfeife kostet und was da alles dabei ist. Der Preis beläuft sich auf 129 Euro, dafür bekommt ihr aber auch ein ganz gutes Set. Ihr habt einen Tonkopf dabei, ihr habt einen Kaminaufsatz dabei und auch Schlauch und Mundstück sind mit dabei. Die Pfeife ist komplett aus V2A Edelstahl und die Bowl ist aus Kristallglas gefertigt. Von den Bestandteilen der Pfeife hüpfen wir, denke ich, auch direkt mal rüber zu der Verarbeitung und da kann ich sagen, ist wirklich alles sehr, sehr gut verarbeitet. Ihr habt eine massive Base mit einem Closed Chamber System, die ultra schwer ist. Also als ich das erste Mal nur die Base in die Hand genommen habe, dachte ich mir so, okay, krass, die ist wirklich sehr massiv. Aber auch die Bowl ist wirklich schön massiv, hat aber ein angenehmes Gewicht für die Größe und auch der Rest von der Pfeife ist sehr, sehr schön gefertigt. Ihr habt ja das Ausblassystem oben in der Rauchsäule drinne und das kann man auch komplett auseinandernehmen. Auch das läuft alles wunderbar, lässt sich alles schön schrauben, da hat nichts gehakt. Bei dem Schlauchanschluss, muss ich sagen, war das typisch für so eine fast A-Game-Klassenpfeife. Man hat manchmal eine Sekunde gebraucht, bis man das Gewinde aneinander bekommen hat. Also man hat da ein bisschen Spielraum, ne? Es kann ein bisschen hin und her wackeln. Aber sobald es dann dran sitzt und verschraubt ist, alles wunderbar. Also Verarbeitung meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gut. Ja, auch von mir die Verarbeitung auf jeden Fall sehr gut. Also wie du schon gesagt hast, ja, es hakt manchmal, aber das kommt einfach daher, da ihr kein Führungsgewinde habt. Ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Also normalerweise, es läuft halt trotzdem butterweich. Wenn die halt mal sitzen, dann laufen sie halt sowieso perfekt. Und wenn sie dann auch wirklich fest verschraubt ist, merkt man einfach, da ist einfach nichts undicht oder ähnliches. Also da muss man auf jeden Fall sagen, top auf jeden Fall, wurde gut verarbeitet. Es läuft ziemlich solide und man kann da auf jeden Fall nichts dran aussetzen, bis auf dass sie vielleicht manchmal haken. Aber das kommt eigentlich so selten vor, dass es eigentlich gar nicht nennenswert ist. Wobei nicht haken, sondern halt der Ansatz ist manchmal relativ schwer zu treffen. Ja, Verarbeitung sehr, sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, wie ist denn das Rauchverhalten von der Pfeife? Und auch da kann ich sagen, durch die kleine Größe habt ihr auf jeden Fall einen schönen direkten Anzug. Die Durchmesser sind auf jeden Fall mega solide, schön groß gewählt. Das heißt, der Durchzug ist auch bombastisch. Vor allem mit einem guten Kopfbau zusammen habt ihr da wirklich eine 1A Durchzugsqualität. Ich finde es aber noch genau an der Grenze, bevor es dann zu viel werden würde, weil ich habe ganz gerne immer noch so ein kleines bisschen Widerstand. Also ich muss wirklich an der Pfeife ziehen und das darf nicht einfach wie atmen sein. Ansonsten passt mir das eben nicht so gut. Und ansonsten lässt sich die Pfeife einfach wirklich sehr, sehr entspannt rauchen und macht auch Spaß zu rauchen. Ja, bei mir ist es genau das Gleiche. Also wenn ihr die Pfeife raucht, ist es einfach so. Es ist nicht, als würdet ihr atmen. Ihr habt auf jeden Fall einen guten Durchzug, guten Widerstand, der auf jeden Fall halt da ist, aber der muss auch da sein, weil irgendwann ist es einfach zu viel und das gefällt uns beiden auf jeden Fall nicht. Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, ich will unbedingt eine Ocean Euphoria haben, so einen Durchzug. Das ist schön für euch, das respektiere ich auch, aber für mich ist es, oder für uns beide ist es auf jeden Fall so, wir brauchen einfach ein bisschen Durchzug, damit wir da halt wirklich merken, dass wir auch gerade was rauchen. Noch eine coole Sache an der Pfeife ist einfach wirklich das Entlüften. Es sieht einfach unheimlich geil aus, gerade halt mit uns. Bei uns haben wir noch die LEDs an, das heißt, gerade wenn ihr entlüftet, sieht es halt richtig geil aus. Auch wenn die Pfeife irgendwie auf dem Tisch steht oder sowas, ihr pustet nicht eurem Gegenüber oder sowas direkt ins Gesicht. Das ist eigentlich gar kein Problem. Also bei manchen Ausblasventilen, gerade halt an der Base selber, kommt es einfach mal oft vor, dass man reinpustet und der andere hat es einfach voll im Gesicht. Kommt bei dir jetzt nicht vor. Ist aber auch ziemlich cool, dass einfach das Ausblassystem eben an der Rauchsäule ist. Ist halt ein schönes Element und es sieht halt einfach unheimlich geil aus, gerade wenn halt noch Licht von unten kommt. Ja, also wenn man die Pfeife beleuchtet, sieht das auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Was man noch zum Rauchverhalten dazu sagen muss, ist auf jeden Fall, dass ihr das Tauchrohr noch verkürzen könnt.
auch sehr, sehr schön. Habt ihr nochmal einen Ticken geileren Anzug. Ich finde aber, dass das Taucher auch in der normalen Länge bzw. in der verlängerten Variante vollkommen okay ist. Ihr habt immer noch einen Bombenanzug und macht auf jeden Fall keinen Riesenunterschied, ob das jetzt dran ist oder nicht. Und ich finde, ich nehme lieber das längere Tauchrohr und habe damit weniger Gefahr, dass ich irgendwie Wasser in den Schlauch kriege. Wobei ich auch mit dem kurzen Tauchrohr da eigentlich keine Probleme hatte. Also von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass man den Diffusor abschrauben kann. Ich habe aber für mich beschlossen, dass der bei mir auf der Pfeife definitiv drauf bleibt, beziehungsweise auf Chris seiner Pfeife, solange die bei mir ist, weil ich einfach diesen gleichmäßigen Durchzug von dem Diffusor extrem gut finde. Und man hat natürlich noch weniger Gefahr, dass man oben Wasser in den Schlauchanschluss reinzieht, weil sich das einfach ein bisschen schöner verteilt. Ja, beim Diffusor muss man auch dazu sagen, wenn man ihn jetzt wirklich abschraubt, ist die Pfeife halt auch wirklich lauter. Das heißt, gerade mit Diffusor bietet es sich einfach unheimlich gut an, die einfach während einem Film oder während einer Serie zu rauchen, weil die halt wirklich gar nicht so laut ist. Also der Diffusor wirkt, funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, nun kommen wir zu der Optik und da zeigen wir euch am besten direkt den Porn. Just like their attention, it's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Tell me, is this part of an act just to... Yeah. Ihr habt die Pfeife gerade im Porn gesehen und da könnt ihr euch auf jeden Fall mal selber eure Meinung darüber bilden, wie ihr die Pfeife gefällt. Mir gefällt sie auf jeden Fall ziemlich gut. Die Bowl hat sehr, sehr schöne Elemente, gerade für eine kleine Pfeife. Gerade für so ein Bigfoot ist die Pfeife einfach sehr, sehr massiv. Also sie steht sehr, sehr fest auf einem Tisch oder auf egal welchem Untergrund. Man hat auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass wenn man am Schlauch zieht, dass sie direkt umfällt oder sowas. Gerade bei kleinen Pfeifen ist es oftmals der Fall oder so. Von daher... Da ist die Pfeife auf jeden Fall ziemlich solide, also gerade Bigfoot eben. Der Name passt einfach perfekt, sie steht sehr, sehr solide und da kann man einfach gar nicht meckern. Auch gerade so die Bass und die Rauchsäule gefallen mir ziemlich gut. Die Bass ist ein bisschen schlichter, aber die Rauchsäule macht es halt wieder raus. Von daher sehr, sehr schöne Pfeife. Ich finde die einfach, ja, sie wirkt einfach ziemlich hochwertig und auch ziemlich stabil, was mir halt sehr, sehr gut gefällt. Aber das müsst ihr auf jeden Fall für euch entscheiden. Ja, genau. Also Optik ist auf jeden Fall immer relativ subjektiv. Wir können euch da nur unsere Meinung zu der Optik sagen. Und wie ich das immer mache, gehe ich die Pfeife nochmal von unten nach oben durch. Und da ist für mich schon mal das Kernelement und auch das namensgebende Element auf jeden Fall dieser große Standfuß, den ihr Beine habt, der dann in die Bowl übergeht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Macht extrem viel Sinn bei so einer kleinen Pfeife. Wie der Bauern schon gesagt hat, manche kleine Pfeifen kippen einfach schneller um als große Pfeifen. Allein schon wegen dem Gewicht. Aber der große Standfuß kontert da ein bisschen. Das macht die Pfeife stabil, lässt sie wertiger wirken und sieht auch einfach noch schön aus und passt auch gut zum Namen. Die Bowl ist relativ ausgefallen. Also ihr habt wie gesagt unten den Standfuß, dann kommt so ein kleiner Bubble, der dann nochmal in einen kleineren Bubble geht. Also relativ ausgefallen, viele Elemente, die da dran sind. Und dann, wie der Bowen auch schon gesagt hat, die etwas schlichtere Base, die dann aber wieder in die wieder ausgefallene Rauchsäule übergeht, wo ihr dann einmal natürlich das Auspustsystem drin habt oder das Element, wo dann der Rauch rausströmt, was einfach extrem geil aussieht, aber auch von der Optik her an sich mit den Löchern einfach noch einen coolen Eindruck erweckt. Und dann nach der Rauchsäule mit den vielen Elementen kommt dann wieder ein extrem schlichter Kohleteller. Also immer dieser Übergang, viele Elemente, sehr, sehr komplex. Zum Schlichten, zum wieder Komplexen, zum wieder Schlichten. Gefällt mir einfach sehr gut. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn da noch irgendwas an der Base gewesen wäre oder der Kohleteller dann noch irgendwie ein Glaskohleteller wäre oder Butterfly, dass das einfach ein bisschen too much wäre. Ich finde, der Zwiespalt ist da einfach, oder die Balance zwischen den zwei Seiten ist da einfach extrem gut gehalten bei der Pfeife und gefällt mir sehr, sehr gut. Ich komme dann auch direkt zu meinem Fazit zu der Pfeife. Von dem Set-Preis und Preis-Leistung kann ich auf jeden Fall sagen, finde ich das Ganze sehr interessant. Ihr habt ein ausgeklügeltes Ausblassystem. Bei dem Standfuß wurde sich definitiv was gedacht.
Und auch die Größe von der Pfeife ist für mich sehr gut getroffen, weil ich einfach gar nicht mehr auf so riesige Trümmer stehe. Ich habe keine Lust, hier so riesige Pfeifen hin und her zu schleppen. Deswegen gefällt mir die von der Größe sehr gut. Das Rauchverhalten ist gut, die Optik gefällt mir. Von daher, auf jeden Fall Fazit, sehr, sehr gut. Und nochmal dazu gesagt, weil wir eben noch bei der Größe waren, ich will es einfach nochmal erwähnt haben, ich weiß, die meisten von euch wissen es mittlerweile, aber Leute, es ist zwar eine kleine Pfeife, aber die Größe der Pfeife hat nichts mit der Rauchentwicklung zu tun. Sie raucht genauso gut wie größere Pfeifen. Es kommt einfach nur auf euren Kopfbau an und die Pfeife muss natürlich dicht sein. Zu unserer Rauchentwicklung, man kann jetzt sagen, wir drehen das Review gerade zum zweiten Mal. Eben hatte OBS nicht so viel Lust, das Ganze aufzunehmen. Kann man manchmal nichts machen. Deswegen Rauchentwicklung bei uns jetzt nicht mehr gerade so überkrass, aber dafür, dass der Kopf jetzt schon locker eine Stunde an ist und halt auch heftig in Benutzung ist, wir haben davor ein Tabak-Review gedreht, jetzt so zum zweiten Mal das Pfeifen, den Pfeifen-Ersteindruck, finde ich immer noch sehr, sehr solide, passt auf jeden Fall. Also Fazit von mir, definitiv Daumen nach oben. Ja, also falls ihr gerade nochmal sehen wollt, wie quasi es möglich ist, mit der Pfeife zu rauchen, spult am besten einfach nochmal an den Anfang zurück, da seht ihr auf jeden Fall, die Pfeife kann auf jeden Fall rauchen, aber wie du schon gesagt hast, die Pfeife macht es eben nicht aus. Es ist egal, ob die Pfeife so groß ist, vielleicht so groß oder auch riesig. Also es macht, so groß weiß ich nicht. es macht einfach wirklich keinen Unterschied aus. Das ist halt einfach immer so eine Sache. So viele Leute kommen auch zu uns und sagen so, yo, ich hätte nicht gedacht, dass die kleine Pfeife so krass raucht. Yo, Bro, das macht es gar nicht aus. Das ist das Ausschlaggebende wirklich daran, ist einfach der Kopfbau bzw. auch der Kopf und in welchem Setup ihr raucht. Von daher, ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Fazit. Und da muss ich sagen, die Pfeife gefällt mir ziemlich gut. Gerade diese Standfestigkeit der Pfeife gefällt mir sehr gut. Auch diese Elemente von, ja, mal ausgefallen zu eher schlicht gefällt mir auch sehr gut. Und da muss man auch noch sagen, 129 Euro für das krasse Gesamtpaket richtet sich auf jeden Fall an alle, gerade auch an Anfänger, die sagen, hey, ich will unbedingt eine Pfeife haben, die aber doch ein bisschen kleiner ist, die ich vielleicht mitnehmen kann oder ähnliches. Dafür eignet sie sich perfekt. 129 Euro sind halt natürlich trotzdem relativ viel, werden jetzt einige sagen, für eine kleine Pfeife. Aber ihr müsst halt trotzdem überdenken, dass auch so eine kleine Pfeife halt eben auch viel an Entwicklungskosten bringt. Und ja, das Material, ob die jetzt größer wird oder kleiner, ja, das Einzige, was ihr wirklich zahlt, sind eben die Entwicklungskosten, die Materialkosten. Die sind natürlich auch ein bisschen drin, aber die sind halt jetzt nicht so ausschlaggebend. Von daher, ja, eine mega schöne Pfeife. Sie läuft ziemlich solide. Der Durchzug gefällt uns beiden ziemlich gut. Er ist nicht zu krass oder auch nicht zu, ja, zu heftig. Von daher, ja, sehr, sehr schöne Pfeife. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde die, ja, sehr gelungen. Ja, ich finde sie auch definitiv sehr gelungen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, was der Warren eben mit dem Preis meinte. Die Entwicklung von der Pfeife, also das Zeichnen von der Pfeife, bis die Fräse eingestellt ist, dass alles läuft, bis zur Veredelung, das heißt Nachschleifen und sowas, bis du die ganzen Arbeitsschritte schön koordiniert hast, bis die Pfeife dann nach Deutschland verschickt wurde, bis die Marke dann hier einen Shop und einen Vertrieb und alles drumherum und Marketing hat. Die Materialkosten machen am Ende einfach nur einen super geringen Anteil an einem Preis von der Pfeife aus. Deswegen ist es eigentlich relativ ungerechtfertigt zu sagen, eine kleine Pfeife muss auch super wenig kosten, weil wie gesagt, die Materialkosten machen am wenigsten aus. Aber ihr merkt schon, wir finden die Pfeife auf jeden Fall sehr gelungen. Falls ihr dieses Review bzw. den Ersteindruck sehr gelungen fandet, lasst uns gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-Wiggel. Ciao.